Ein herzlich willkommen zurück zu Digimon Adventure. Nice, oder? Nice. Nice, ja. Kann man sich geben, denke ich mal, ne? Und ihr solltet euch auch geben. Gebt dem Projekt eine Chance, verdammte Scheiße. Genau, heute gebt starten, dem Projekt, das ist echt geil. Meine Güte. Ja, heute starten wir mit zu den tanzenden Geistern bei Akemon in die nächste Story-Quest. Habt ihr Bock? Ich hab Bock. Train, hast du Bock? Du hast ja, Bock. Ja, ich hab geht's. Richtig Bock. Rein da jetzt. Rein in die Scheiße. Wir müssen angeln. Was? Ach ja, wir angeln. Das Bett. Lag da ein Bett im Fluss? Fischen? Ich dachte mir, vielleicht sollte ich doch ein bisschen Essen einsammeln. Essen sammeln. Oh gut, ich verhungere. Ich bin nicht so gut darin, also ich einen Zweig zum Angeln als Köder so zu benutzen. Ich hoffe, die Fische werden es als ein Wurm missverstehen. Darf ich dir helfen? Ja, mach das nochmal bitte. Der erste Satz ist sehr eklig. Ja, da steht, ich hab's nicht geschafft, ich hab's geschafft, diese Zweige als Köder zu benutzen. Ich hoffe, die Fische werden das nicht aus Versehen für einen Wurm halten. Nee, sie hofft, dass die Fische es für einen Wurm halten. Ja, ja, stimmt, genau. Ja, genau. Ah! Irgendwas zieht daran! Oh, es ist schwer! Hilfe! Übrigens, ne, ich habe so hart Bock, manche Szenen einfach mit meinem Animationsprogramm nachzumachen, ne? Ja, hab ne? Ich so hart Bock, ne? Es ist so unfassbar, wie Bock ich habe, das nachzustellen, aber so richtig mit Animation. Hab ich so Bock, weil es ist nicht simpel. Es ist ja recht simpel, aber ich habe so Bock drauf. Glaube ich. Aber mache ich nicht. Ich habe Pokécross. Reicht Digicross. Mir. Digicross. Digicross. Genau, ich mache einfach Anime komplett nach. Genau, vielleicht irgendwann mal. Du bist dran? Hab ich hast du schon gesagt? Achso. Sie hat Zoe geangelt. Oh, lel. Zoe! Und Gomamon! Was auf der Erde ist passiert? Was ist passiert? So passt besser, weil was ja. Ne? Naja. Das ist der Grund, warum ich sagte, ich möchte nicht zum Camp. Zum Camping. Genau, weil du Angst hast, auf dem Bett mitten im Ozean zu schwimmen. Ach, deswegen war das Bett auch vorhin da, ne? Ja. Oh, du kannst mir das so oft sagen, wie du willst, Bot, aber ich kann... Bot, ne? Aber ich kann nichts dagegen machen. Wem sonst soll ich das denn sagen, hä? Du bist der Einzige hier. Ja, aber wenn wir weiter abdriften, wir sollten ein bisschen optimistischer sein. Du bist du sagst es so leicht mit ein bisschen mehr optimistisch sein. Ich kann das nicht wirklich Seekrankheit nennen. Vielleicht Bettkrankheit? Oh Gott, Gummermann, halt die Fresse. Oh ja, ich hab auch gerade halt dein Maul. Was hat denn jetzt Seekrankheit mit Optimismus zu tun, hä? Eine Box? Du hast recht. Vielleicht da was zu essen drin. Dosenfutter oder Rationen. Nee. Nice, Ogremon, Alter. Ist das Ugly Digimon. Ogremon? Es tut mir leid. Ich bin kein Essen. Ich werde euch vernichten, auserwählte Kinder. Nett von ihm. Nice. So muss das. Es ist ja kein Essen. Also, wie ist er in der Kiste reingekommen? Wir haben es irgendwie geschafft zu entkommen. Und ich dachte schon, es ist alles zu Ende. Aber dann erschien deine Angel. Wir haben kein Fisch geangelt, aber ich bin froh, dass es funktioniert hat. Dieses 2D-PNG-Feuer, ne? So geil. Ja, bewegt sich mit der Kamera mit. Ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Was? Es ist wegen Joey. Er hat komplett seine Nerven verloren. Seine Nerven verlieren sie aber sehr schnell.
Ne? Mal so gesagt. Soll ich dir confident übersetzen? Zuversichtlich. Achso, deine Nerven sind nicht sehr zuversichtlich. Ja, genau, sowas, sowas ähnliches, ne? So, was sollten wir tun? Wir können kein Abenteuer wie dieses haben. So, lasst uns unserem Anführer ein bisschen Zuversicht geben. Seit wann ist Joey der Anführer? Ja, eben. Gomamo, Sora, Bimon, wo sind die anderen? Wir sind die Einzigen hier. Ich sehe. Das ist der Grund, warum wir dich jetzt zum Anführer machen. Von jetzt an. Ah, er ist der jetzt Anführer. Bitte! Mal warte eine Minute. Du bist der Einzige, der das jetzt tun kann, Joey. Okay. Dann werde ich der Anführer sein. Guck dir diesen Lappen an, Alter. Ja. Ist das die Feier, wenn man ein Anführer wird? Nee, ich denke nicht. Der Nebel klärt auf. Da oben ist eine Kirche. Vielleicht sind diesmal Menschen drin. Lass uns nachsehen. Oh, natürlich sind da Menschen drin. Warte, Joey ist Anführer. Was sollten wir tun, Anführer? Los geht's. Oh, ich hasse ihn. Gut. Sorry, ich hasse ihn so sehr, Alter. Wir speichern einmal. Ich hasse ihn, Alter. Ich hasse ihn. Bitte er ist halt ein Lappen, ne? Den Kopf um. Und Gomamon soll bitte einfach seine Schnauze halten. Ich guck erstmal nach hier rechts, weil ich habe das Gefühl, als wenn hier rechts ein Sackgasse ist mit einem Digi-Stück oder so. Wow, Dead Bitrate, Leute. Wenn ihr das sehen könntet, was ich gerade sehe. Oh nein, ein Quagamon. Dürfen wir vorbei? Wir dürfen wahrscheinlich nicht vorbei, weil guck mal. Wir dürfen vorbei. Damit habe ich nicht gerechnet. Sehr gut, so muss das. Ja, da oben ist gleich noch einer, ich weiß. Ja, also guck, komm. Oh, super. Guck mal, was da dann. Oh nein. Was? Die haben Sterne. Was? Dein Ernst? Ja, aber hinter den Namen waren Sterne. Die machen Schaden, Alter. Du musst aufpassen. Wahrscheinlich sind das stärkere Versionen. Das hässliche Birdramon, Alter. Ja, aber komm, AOE-Attacke ist ziemlich gut. Guck mal da. Ja, Sterne hinter dem Namen. Stärker wahrscheinlich, ne? Mhm. Oh ja. Oh, okay, Nemo nicht. Aber natürlich One-Hit. Bonding-Kombo. Warum nicht die Bonding-Kombo, wenn das digitiert ist? Das wäre sinnvoller. Ja. Gut, digitieren wir zum Riesen-Meerschweinchen. Und dann schießen wir unser Harpune ab. Mandling-Fischschieße! Nice. Ja, 200. Gut, brauchen wir keine AOE-Attacke machen, ne? Kann man mal machen, ne? So, Kuwagi. Nordlichter. Oder. Mach nee, mal das ist Nordlichter. Hau Nordlichter raus. Ja. Oh. Reicht das jetzt, wenn wir normal angreifen? Ja, ne? Ich würde es normal angreifen. Warum jetzt SP verschwenden, ne? Richtig. Ja, reicht auch easy. Donks. Verpiss dich, alter Kuwagamon. Verpiss dich einfach. Victory. Eine shiny Antenne. Okay, ja, gut. Shiny Antenne. Nice. Ich kann hier kurz mal links gucken. Guck mal, an so einem Ort ist immer was. Ja, war klar. Auto-Heal. Wow. Jedes Mal, wenn du dran bist, das ist... Ja, das rüst dich direkt aus. Das ist ziemlich OP, Alter. Wir haben Biomon dabei, ne? Ja. Auto-Heal. Weil Auto-Heal, Alter, wirklich, das ist mega krass. Das ist super krass, Alter. Das unten. Da, oh Gott. Eieiei, guck dir das Feld. Ja. Wir müssten erst unser Feld erweitern, ne? Was ist mit... Wen haben wir dabei? Gummimon. Oh Gott. Das macht Maximum AP ein bisschen... Das macht nur Maximum AP hier weg. Dementsprechend, ja. Hau rein. So. Gut. Auto-Heal ist nicht schlecht. Auto-Heal ist, glaube ich, mit eins das Beste, was du haben kannst. Ist das gleiche wie in Persona 5, Leute. Wenn ihr das SP-Pflaster habt, dann heilen eure SP und die sind extrem wichtig für Dungeons. Aber ich will hier nicht über Persona reden, scheiß drauf. Oder, um mal nochmal Pokémon, vielleicht ein Überreste. Ja, oder Überreste, genau.
Okay. Vielleicht werden wir jetzt endlich Menschen in dieser Kirche sehen. Ich hasse dich, Chloe. Du sagst das immer, aber es ist immer was nochmal convenient. Zuversicht, ne? Convenient, soll ich mal schnell googeln? Ja, bitte. Ich mach mal convenient. Schnell. Ich bin mir bei dir jetzt nicht sicher. Praktisch. Aber es ist wahrscheinlich... Es wäre praktisch, wenn da welche wären, aber... Ich bin der Anführer hier. Ja, aber... Los geht's. Ja. Mit seinem Stolz, ne? Er ist mehr zu einem Anführer geworden. Das ging ja, ja schnell. Charakterentwicklung aber ist on point. Charakterentwicklung, der hat keine Charakterentwicklung, der ist immer ein Idiot. Ja, stimmt. Er ist am Ende von Digimon wieder normal oder so. Was sollen wir tun? Der Anführer sollte mal gucken gehen. Was? Ja. Los, Anführer. Ja, selber schuld, Anführer. Hä? Genau, Anführer. Okay. Du wolltest hier hin, kleiner Lappen. Du wolltest mal was. Da sind wirklich Menschen drin. Keinesfalls. Ja, doch, 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 doch. Das sind Menschen drin. Doch, klar. Oh, das sind ja aber keine richtigen. Was machen die da? Es sieht nach Spaß aus. Guck, hallo? Mal, Biomon macht gleich mit, Alter. Entschuldigung. Was für eine Art Tanz ist das? Musst du reden. Das ist der Karneval. Wir bringen hier Opfer da für das große Bakemon. Was ist das große Bakemon? Das große Bakemon ist das große Bakemon. Okay. Sind andere Kinder anstatt als uns hier mal lang gekommen? Andere Kinder? Leider nicht. Oh, ich sehe. Ich frage mich, ob sie irgendwo anders sind. Viel wichtiger. Möchtest du für den großen Bakemon mit uns tanzen? Nein, danke. Ich passe diesmal. Wir kommen von Tokio und wir wollen zurück. Das sieht nach einem Problem aus. Bitte bleibt hier an dieser Kirche, solange ihr wollt. Nein, ich meine, wir möchten wirklich zurück. Bitte helfe dir hier selbst. Es sieht so aus, als würden wir so nicht weiterkommen. Ah, das ist nicht gut. Ja, das ist ziemlich geisteskranke. Ja. Möchtest du auch Opfer für das große Bakemon darbringen? Das große Bakemon? Ich weiß was über Bakemon. Es sind Geister-Digimon, die in einem gruseligen Friedhof leben, aber... Sie sind nicht direkt Digimon. Was? Du möchtest auch Opfer. Du musst auch Opfer darbringen. Ich glaube, er meint damit, dass die Bakemon eigentlich keine Digimon sind, die eigentlich hier Opfer benötigen. Ach oder so. Ach so, genau, ja gut, das macht Sinn. Genau. Gott toleriert es nicht, dass jemand so über das große Bakemon redet. Oder über die großen Bakemon. Tut mir leid. Wir haben echt Glück, dass Gäste zu unserem Karnevalstag kommen. Wir haben Glück, dass wir auf dieser Insel gelandet sind. Joey, da ist irgendwas wirklich, ich sag, wie heißt es? Merkwürdig. Merkwürdig, suspicious, ne? Über diese, die Leute hier sind wirklich sehr merkwürdig. Es gibt hier nichts Merkwürdiges, Miss. Sorry. Du kannst echt gut hören. Letzte. Zum Glück haben wir heute alle Opfergaben dargebracht. Wo sind denn die Opfergaben? Ich kann sie nicht sehen. Wir haben sie. Wo? Naja. Naja? Euch!
Deswegen habe ich ja gesagt, du sollst nicht sprechen. Das ist ja, Digimon-Sinn. Das war mir schon klar. Okay, geil. Wir sind umzingelt. Wir können nicht flüchten. Stell dir mal vor, das war für kleine Kinder, ne? Guck dir die mal ja. an. Auf! Sora, wach auf! Biomon. Ah, zum Glück bist du aufgewacht. Ich hab mir Sorgen gemacht. Wo sind wir? Wo sind Zoe und Gummamon? Ich denke, sie sind in einer anderen Gefängniszelle im Keller. Nice. Einmal kurz, einmal absafen. Richtig, praktisch, dass hier ein Safe ist. 5 Minuten haben wir noch. Deswegen. Und kommen wir hier raus? Anscheinend kommen wir nicht raus. Da ist ein Loch in der Wand, vielleicht können wir da raus. Auch nicht. Anscheinend nicht. Und jetzt? Jetzt sind wir gefangen. Nice. Leute, das war's. Ende. Game over. Ja, tschüss, Game over. Leute, bis zum nächsten Part. Auf Wiedersehen. Wir müssen einen Weg hier rausfinden und zu Joey und Gourmand aufschließen. Irgendwas falsch, Biomon? Ich fühle einen Luftzug. Ich glaube, da ist ein Loch in der Wand irgendwo hier. Ein Loch? Der Flur, das Dach und die Wände. Alles sieht ein bisschen brüchig aus. Ja, lass uns da umsehen. Ja, da war ich eben schon. lass uns hier umsehen, gut. Ja, da ist ein Loch. Es ist klein, aber es könnte sein, als könnte ich mich da durchquetschen. Es sieht so aus, als wäre es ein bisschen zu klein für mich. Okay, in diesem Fall, du wartest hier und ich öffne die Tür von außen. Okay, aber sei vorsichtig. Hier sind Barkimon außerhalb und gucken sich um. Ja, Barkimon-Wächter. Ja. Danke. Ja, ich mach's so, ich bin mir sicher. Ja, ich werde das schon machen, komm. Gut. Komm, wir schaffen das. Ich werde nicht von diesen Barkimon von diesen Wächtern gefangen genommen werden. Und ich werde Biomon aus dem Gefängnis holen. Gut, das haben wir vor. Wir wissen ja, dass wir irgendwie rum müssen. Richtig, oh Gott. Oh Gott, wir dürfen nicht erwischt werden. Dreht er gleich um? Ja, der dreht gleich um. Wir müssen ja da runter. Nee, da oben ist auch einer. Ah, die laufen im Kreis, ne? Wahrscheinlich. Nein! Ah, nein, die Opfergaben rennen weg. Ah, hat mich erwischt. Na, oh, geil, Alter. Sora. Sowas ist ja nice. Oh, sorry, es sieht so aus, als hätten sie mich gefunden. Hört auf zu versuchen zu entkommen. Setzt euch hin und seid leise wie gute Opfergaben. Wir versuchen es nur einmal, versuchen wir es noch. Ja, wir versuchen es. Ja, ich weiß. Ja, ja, komm, das ist ja. Wow. Okay. Ja, okay. Los gut. Geht's. Diesmal. Ich bin gespannt. Er dreht halt direkt um, ne? Da kommt gleich ein paar. Hast du gesehen, Barkimon? Ja. Hier geht's hoch, aber ich glaube nicht, dass wir hoch müssen, oder? Müssen wir hoch? Nee, ne? Ich glaube nicht, dass wir hoch müssen. Hier geht's runter. Oder? Wieder. Dürfen wir nicht erwischt werden, das ist halt das Ding. Ja, das ist bei dieser Kamera auch so geil, ne? Ja, das ist so scheiße, weil man nicht sieht, was vorausliegt. Ja. Okay. Oh, hä? Ja. Hä? Was? Hä? Ah, Mann, ich sollte wirklich zu Hause studieren, anstatt auf ein Camp zu gehen. Du hast das wirklich gesagt. Ihr seid zu laut, seid leise. Joey Say ist sicher, aber ich kann diese Wächter nicht besiegen, wenn ich Biomon nicht rausgeholt habe. Okay, dann wissen wir, wo Biomon ist. Ich glaube, wir können das nicht hin. Kleine Trivia, Leute. Ja, ich weiß. Kleine Trivia. Barkimon heißt nicht umsonst Barkimon, denn Barkimono bedeutet Geist. Ist auf Japanisch. Und nice. Dementsprechend. Ne? Richtig unnützes japanisches Wissen. Es ist Trivia, die ich meinen Leuten nicht vorenthalten will. Richtig. Okay, wir wissen jetzt, wo Joey ist, aber wir können ohne Biomon nicht dorthin. Das heißt, wir müssen uns erwischen lassen, schon wieder, weil wir keine Ahnung haben, was wir machen sollen. Ja, also wenn wir jetzt einen Geist finden, werden wir uns erwischen lassen und dann werden wir, ja. Solange erforschen wir hier bis. Oh, nice, das nehmen wir doch mal ganz gerne mit. HP des Kreis. Small. Dann müssen wir hier nicht nochmal hoch. Also ich denke mal, wir waren schon eben schon richtig. Als das Erste. Ich glaube auch, ne? Oh! Oder also, wir speichern hier, Leute.
Ja, speichern wir hier. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder, Leute. Ne? Das ist doch ein guter Deal, ne? Das ist ein guter Deal. Ich glaube, die Leute wollen, dass wir sie im nächsten Part wieder sehen können und ihr uns und hören und so, ne? Richtig, das denke ich auch. Ist gut. Gut, nice. Dann bedanke ich mich euch fürs Zusehen. Lasst gerne Like und Kommentar da und schreibt vor allem, wie ihr Digimon bis jetzt findet. Auch von Dungeons aufbauen und so, würde mich mal interessieren. Und ansonsten abonniert, damit ihr nichts mehr verpasst. Ist ja auch ein bisschen wichtig, ne? Richtig. Und wird uns unterstützen und schaut auch bei Drain rein. Wir haben haben vor kurzem Zelda 2 bei ihnen abgeschlossen. Und ansonsten war's genau. Das. Hast du noch was zu sagen? Nee, ich habe nichts zu sagen. Ich finde die Barkimon witzig und das war's. Schaut rein bei uns beiden, wenn ihr Bock auf uns habt. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ja, Leute. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.